Wir spielen Tokiden 2. Der Lompi hat's vorgeschlagen. Ich denke mal, wir werden da so ein kleines Let's draus machen. Ich bin jetzt ja aus Versehen in den Store reingegangen. Ja, mein Name ist E. Hä, wie zum Teufel soll ich hier Buchstaben auswählen? Ich komm nicht aus dem Store raus. Nein, ich will nichts kaufen jetzt. Nein, ich mehr als auf Kreis drücken kann ich doch nicht. Ach, Kreis ist Eingabe und X ist zurück. Seit wann ist das denn so rum? Die ganze Zeit X gedrückt, zum Buchstaben eingeben und es passiert einfach nichts. So, jetzt kann ich endlich mal auf New Game drücken. Ich nehme ich einen Kerl oder nimmst du männlich oder weiblich? Male oder Female? Ich werde mir die Female gleich anschauen. Alles klar, dann mache ich Male und suche mir schon mal eine schicke Frise aus. Hier von Fadi. Hier ist alles von Raid. alles von Raid. Ich nehm Afro, Alter. The Return of Afro Samurai. Also, wie man sehen kann, sind es typische Manga- oder Anime-Frisuren. Ja, wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, es ist so. Wir wollen es ja nicht zu ernst belassen, aber ich habe schon einen Bart, also der muss einfach. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig. Accessoires, okay, Augenklappe. Le Brillel. Ich versuche immer schon extra ein bisschen langsamer durch die einzelnen Optionen zu gehen, aber es sind halt Sachen, die man auf den ersten Blick, okay, wo man sich denkt, Okay, hier, pass auf, nehmen wir das. Alter, was der auch anhat. Das ist doch ekelhaft. Stimme. What? Alter. Waffen. Okay. Wenn du bei der Waffenauswahl bist, sag mir bitte Bescheid, damit wir uns ein bisschen absprechen können. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Das ist alles fucking awesome. Alter, der Bogen. Wie groß ist denn bitte der Bogen? Also ja, entweder ist mein Dude so klein oder der Bogen ist einfach, der passt kaum auf den Bildschirm. Der passt doch nicht auf den Bildschirm. Das ist ja ultra. Cool, eine Rifle. Ich bin am überlegen, ob ich die gerade. Pass auf, ich bin der Typ mit der Rifle. Ich nehme die Rifle. Passt einfach auch zu meinem Aussehen. Ich nehme die. Okay, das später ist das. Kannst du sowieso noch wechseln, habe ich gelesen. Ah, wunderbar, Ski. Ich nehme trotzdem den Typ mit der Rifle, auch später. So, super. Ich bin soweit. Und drück X. Confirm. Yes, sir. Begin. Network Feature anschalten oder? Warte, ich muss das Mouse Safe drücken. Network Feature einschalten? Ja, ja, ja. Also, wir spielen jetzt hier wahrscheinlich am Anfang erstmal parallel. Jawohl. Ich hab ne Cutscene. すべての者の船に通達する。これより、この地に第一次防衛線を築く。港に侵攻するすべての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず、鬼を撃て。 了解。
So, Lumpy Pompy, wie sieht's aus? Ich bin in-game inzwischen. Den hatten Story, okay. Den ich so mitbekommen habe, der klingt interessant. Gut. Bin auch gerade in-game schon und habe erstmal die Lautstärke ein bisschen runtergedreht. Attack 1, Attack 2, Special Move. Ja, den probier ich auch. Hä? Ich bin gerade sozusagen im Tutorial. Okay, Attack. Aber was ich jetzt weitermachen muss, habe ich nicht mitbekommen. Oh, guck mal, mit L1 kannst du anvisieren, die Gegner. Habe ich auch rausgefunden gerade eben. Bringt mir nicht allzu viel. Aber kann ich ausweichen mit X. Du musst bloß genug Leute kaputt hauen, dann kommt so ein großer Böser. Au, okay, also als Rifleman habe ich es ein bisschen schwierig. R1 und X ist Restore Health, all Precision Strikes. Wo ist er denn? Leech, okay. Du musst ganz gerne mich ausweichen. Ach, das sind verschiedene Rituale, die man da machen kann, okay. Ja, genau, zum Beispiel R1 und 4 ist bei mir Increase Attack. Okay, so den Bubi-Boss habe ich jetzt hier kalt gemacht, wo... Habe ich hier so eine Flammenwand, da kann ich auch nichts machen. Hey, du hast die Flammenwand noch? Ich habe die nicht mehr. Die ist jetzt weggegangen, dort, dass ich den Boss da gesagt habe. Okay. Jetzt bin ich hier an dem Platz, aber keine Ahnung, was ich mitmachen soll. Oh. Jetzt würde ich gerne schießen können wie du, ne? Weil? Oh, was gleich so. Ich möchte dir den Superman! El Schakal, hurry up! Boah, jetzt wird er richtig hart. Stell dir das mit dem Schießen bei mir aber nicht so einfach vor, mein Freund. Okay, du siehst auch die Schwachstellen von denen, oder was? Diese roten Punkte? Kann sein. Rollen. Ich muss das mal nachladen. Also wenn ich ziele... Alter, ist der Big Man. Wo ist er hin? Ja, ich sehe bei dem die Schwachstellen. Viel Text. Die Zwischensequenzen müssen halt werden. So weit bin ich noch gar nicht wieder. Jetzt geht's los. Die Sequenz, die ist eigentlich ganz cool. Das Drache hat mir super gefallen. Ja, ist halt. Was soll ich sagen? Ich bin in dem Genre nicht ganz so vertraut. Aber es geht. Auf jeden Fall. Also, man darf ja auch immer nicht vergessen, dass es ein Free-to-Play-Titel ist. Ne? Es ist kein Triple-A-Titel aus irgendeinem großen Haus.
Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob du gehen. Also das ist jetzt hier ja. Die Free-Version. Man kann sich dazu allerdings DLCs kaufen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Ganze gibt es nochmal als Pack, wo man alle zusammen kaufen kann oder so. Keine Ahnung. Aber wenn man sich erstmal das Free angucken kann, dann guckt man sich natürlich immer das Free an, oder? Na freilich. Ich kann nicht rennen. So, jetzt bin ich dran.誰だ?私の研究所に勝手に。お前は時継ぎに聞いてきたか。また余計なことを言っていない。動き回れるようなら心配はないな。私は博士。お前知らんまだな。やはり里のものではないな。お前は里の近くの森に倒れていた。横浜 一体何の話だ?何か事情がありそうだな。詳しく話してみろ。 横浜で鬼と戦っていたはずが、気づいたらここにいたか。不可思議な話だな。他に覚えていることは? 記憶がないのか? ここはマホロバの里。横浜から遥か西。 直線距離で150里近い。いや、それ以前に横浜は10年前に放棄された。もうあそこに人など住まない。10年前の大間ヶ時の戦だ。鬼に食い破られ異界に沈んだ。もしお前が横浜で戦う、そいつの身元は分かったか? よう、また会ったな。どうした?二人ともしけた面してん。どこぞのバカと違って悩み事が多くてな。なんだよ、随分機嫌は。いや、むしろ逆だ。興味深い話を聞いていたところだ。どういうことだ?鬼の襲撃を知らせる警鐘だ。さ、心配するな。 結界がある以上。待て、どこへ行くつもりだ。そうか、お前は鬼と戦うつもりか。悪いが、お前の装備品は処分した。ボロボロだったんでな。代わりに新しい武器をやろう。私が開発した鬼の手と一緒にな。鬼の手?さっき完成した新型からくりだ。まだ実験段階だが、何? 天才である私が作ったのだから問題はない。おいおい、嫌な予感しかしねえぞ。あまり動くな。本当に戦う気か?さっきまで倒れてたんだ。無事。これでいいだろう。よし、よく使い方は実地で教える。私の指示にし、と言っても初の実証試験だ。お前、どさくさに紛れて俺たちを。あっはっは。 面白い。ふざけんな。こんなもん無理やり外そうとするなよ。爆発するぞ。そんなもん人の手につけんじゃねえ。いいから黙って私について来い。行くぞ。鬼を。カチン。危ないから来るな。私たちも物。 Viel Text, viel Zwischensequenz. Ja, ich hoffe, es geht bald mal los hier. Let's slay some Oni. Jetzt sollte es auch bei dir eigentlich losgehen, ne? Ich hab gerade Kampf. 人の思念に呼応して想像を具現化する。それがからくり、鬼の手の力だ。Okay, jetzt habe ich hier, was auch immer das ist.
Was ist was? Ich erinnere mich vom Kampfstil her so ein kleines bisschen an. Ja, es sind so die guten alten Super Nintendo-Zeiten. Kannst du dich bestimmt erinnern an Secret of Mana, wo du diese Echtzeitkämpfer halt hast und das halt transportiert auf die moderne 3D. Ja, mehr oder weniger. Oh, jetzt kommt erstmal ein Boss. Ja, den nehme ich noch mit. Ach, du warst noch gar nicht bei dem Imp? Bei dem großen? Nein, war ich noch gar nicht. Oh, entschuldige bitte. Nee, das macht ja nichts. Putz, Junge! Kann ich hier noch mehr Kumpel eigentlich rauskriegen? Boah, jetzt hat hier richtig Uppercut von. So. Nehmen wir jetzt mal hier fertig. Tja, ich würde euch auch lieben gerne alles vorlesen, aber dafür haben wir die Zeit einfach nicht. Nee, ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust, so viel vorzulesen. Pass mal auf, ich mache mal im Schnelldurchlauf jetzt hier die Texte, es tut mir leid. Wie gesagt, wenn ihr das selber nochmal nachleben wollt, ladet es euch einfach runter, wie gesagt, ist aktuell die To Play im PS4 Store. Was passiert mit mir? Eine Woche ungefähr, ne? Chillt eure Basis mein Level ab. Ich überspringe das jetzt hier auch erstmal, weil das macht so keinen Sinn. Wir wollen ja auch irgendwann fertig werden. Ja, richtig. Es kann ja nicht sein, dass die erste Folge hier nur mit Text vollgeballert ist. Wahrscheinlich war das gerade alles super wichtig, was man hier weggeklickt hat, ne? Oh, ich bin jetzt auch bei Chapter 1. Hätte sein können! Jetzt halt übrigens doch endlich die Fresse, Junge. Ich bin oh Gott, endlich, danke schön. Ich darf wieder laufen. Wenn du Dreieck drückst, kommst du übrigens auf ja, wie so ein Menü, da kannst du unter Messages kannst du Emotes machen. Oh, salut. Dance! Not. Dance? Ja, ganz unten. Natürlich, Dance ist immer ganz unten. Dance! Okay, das sieht ein bisschen aus wie ich tanze meinen Namen. Ja, und zwar in Farbe. So, gut, dann würde ich sagen, wir machen mal Pause und ja, schauen dann einfach beim nächsten Mal nochmal rein, wa? Wo es das Spiel hinführt. Ich hoffe, ja, wir können zusammen mal noch ein bisschen rumschnetzeln. I hope so. Weil I would like to see your character. I would like to see your character. Ich hab Gunula Gause, ich hab mich da verschrieben, es soll eigentlich Gunula Gause heißen. Aber ich habe das D vergessen von Gunula. Es ist halt Gunula geworden. Ist ja nicht weiter schlimm, meiner hat meinen Namen, das passt, aber mein Äußeres scheint wirklich sehr Monsieur de la Chanson. So, gut, alles klar, heute. Dann würde ich sagen, Lumpy, du machst die Abmod. Richtig. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, ich hab den Namen vom Spiel vergessen, wenn es wieder heißt, Let's Play Tuikoden 2 Free Alliance Edition. Zusammen mit dem Alloy Picker und dem Eschakal. Wir gucken zusammen. Zur Not spielen wir halt weiter parallel. Das ist ja auch ganz witzig. So, hey, wo bist denn du gerade? Nee, ist Blödsinn, oder?
Mal schauen. Wir lassen uns einfach überraschen. Wir machen jetzt erstmal Feierabend. Bis demnächst. Macht's gut. Haut rein.